Ich möchte ganz kurz noch beten für die Predigt, bevor ich anfange. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mächtig bist. Und ich bitte dich, dass du jetzt wirkst, Herr. Das kann ich nicht. Du kannst wirken, dass dein Wort unsere Herzen berührt. Wirke zu deiner Ehre im Namen Jesu. Amen. Was ist für euch Geduld? Ich darf es einfach so sagen. Es gibt nicht falsch im Fall, es gibt einfach nur Geduld. Wie? Amen. Super, ihr habt die halbe Predigt schon zusammengefasst. Genial. Vielen Dank. Ist jemand froh, wenn ich Hochdeutsch rede? Schon? Also gut, dann spreche ich Hochdeutsch. Gut. Vor noch nicht so langer Zeit saß ich bei einem total spannenden Referenten in einem Seminar und er hat irgendwie versprochen, er würde jetzt dann etwas erzählen. Und dann habe ich ihn daran erinnert, dass er eigentlich uns etwas erzählen wollte. Und dann hat er zu mir gesagt, so in liebevoller Art, so mächtig, vollmächtig: Bruder, Geduld ist deine Geistesfrucht. Und ich habe dann zur Antwort gegeben: Ja, ich brauche mehr vom Heiligen Geist. Du hast recht, ich brauche mehr. Ich bin manchmal so ungeduldig. Aber ja, es ist wirklich so, wie Sarah gesagt hat, das hat super gepasst. Liebe ist geduldig. Und eigentlich hast du genau um diese Liebe gebetet, die geduldig ist oder die jetzt Kraft hat. Und deshalb passt es super, auch eure Zeugnisse von heute Morgen für die Predigt. Wie kommen wir zu dieser Geduld? Es heißt in der Bibel, der Gott der Geduld und des Trostes schenke euch Einmütigkeit, die Christus Jesus entspricht. Also Gott ist ein Gott der Geduld. Und wie mein lieber Bruder so vollmächtig gesagt hat, Geduld ist eine Geistesfrucht. Das heißt, der Heilige Geist gehört auch zu Gott. Durch den Heiligen Geist kann Jesus überhaupt in unseren Herzen wohnen. Und er will diese Frucht in uns hervorbringen. Jetzt kann man denken, ja gut, wenn ich den Heiligen Geist habe, dann bitte Heiliger Geist, jetzt wirke einfach mal so. Oft ist dann die Erwartung, ja dann wächst jetzt das einfach. Aber der entscheidende Punkt, der in diesem Abschnitt bei den Geistesfrüchten steht, ist vorher heißt es, lasst euch vom Heiligen Geist bestimmen. Und wenn man den gesamten Zusammenhang anschaut, und nicht von eurem Ego, von eurem selbstsüchtigen Wesen, sondern vom Heiligen Geist. Als Christen haben wir immer noch die Wahl, wir müssen nicht mehr uns von unserem Ego bestimmen lassen. Vorher hatten wir keine. Das bestreitet übrigens an der T-Bar fast niemand, dass wir alle Egos sind. Und dass es deshalb so viel Krieg gibt auf der Welt, sage ich immer wieder mit den Leuten, sagen alle, ja, ja, so ist es. Aber leider fragen wenige weiter, wie sie denn frei werden von ihrem Ego. Und frei werden wir, wenn wir Jesus in unser Herz einladen, dann haben wir die Kraft, anders zu handeln. Aber wir müssen uns vom Heiligen Geist bestimmen lassen. Und das funktioniert oft so, wie Sarah erklärt hat, dass ich merke, ich bin am Ende, Herr Jesus, ich brauche Kraft von deinem Geist. Weil es heißt, im Römer 7, in mir wohnt nichts Gutes. Und ich kann noch so lange würgen und ich werde nicht geduldiger. Es liegt definitiv nicht so in meiner Natur, geduldig zu sein. Ich bin manchmal eher zu impulsiv. Ich habe zum Beispiel nicht die Geduld, so lange zu warten auf Zeugnisse wie Martin. Aber ich bin froh, hat er gewartet, weil es sind dann noch zwei dazugekommen. Wir müssen uns vom Heiligen Geist bestimmen lassen, um geduldig zu werden. Was ist denn überhaupt Geduld? Ihr habt ein paar Sachen gesagt. Eigentlich ist dieses Wort, das für Geduld im Griechischen steht, heißt
Makrothymia ist nicht so wichtig. Was das bedeutet, ist wichtig. Makro ist das Gegenteil von Mikro, oder? Das sagt uns etwas. Makro, lang. Und viele Übersetzungen übersetzen es mit Langmut. Das zweite Wort kann man aber auch mit Zorn übersetzen. Und die Bibel stellt oft diese Geduld im Gegensatz zum Zorn. Wir werden es dann auch noch sehen, wenn wir Gottes Geduld anschauen. Dort wird es ganz klar ersichtlich. Geduld heißt warten mit dem Zorn. Und Gottes Zorn ist gerecht, im Gegensatz zum unsrigen, der, so sagt die Bibel, der menschliche Zorn bewirkt nichts Gutes. Langsam zum Zorn. Eine lange Zündschnur haben, sagen wir manchmal auch. Also, der Vers Sprüche 14, 29 zeigt ein bisschen, was Geduld ist. Der Langmütige ist immer der Klügere. Der Jähzornige treibt die Torheit auf die Spitze. Also Jähzorn ist sozusagen das Gegenteil von Geduld. Weil ich dann nicht den Zorn bremse und ihn schön dosiert einsetze. Manchmal ist es auch wichtig, dass man etwas sagt und den Zorn dosiert einsetzt, sondern einfach so wusch rauslasse. Eben die Impulsiven wie ich, die verstehen jetzt, was ich meine. Oder? Das ist das Gegenteil. Jähzornig. Langmut heißt langsam sein, geduldig sein, noch warten mit dem Zorn. Gott wartet mit dem Zorn. Gott ist vorbildlich geduldig. Ich habe gesagt, Geduld ist eine Geistesfrucht und der Heilige Geist ist ein Teil von Gott. Deshalb schauen wir jetzt, ja, wie ist denn das, was der Heilige Geist in uns bewirken will? Wie macht das Gott selber? Es heißt in Nehemia 39, ist da ein Beispiel für Gottes Geduld. Und du hattest viele Jahre Geduld mit ihnen und warntest sie durch deinen Geist in deinen Propheten, aber sie nahmen es nicht zu Ohren. Darum hast du sie gegeben in die Hand der Völker in den Ländern. Geduld hat hier geheißen, Gott hat gewartet mit dem Gericht, mit der Strafe, mit der gerechten Strafe, hat gewartet, hat Propheten geschickt zum Ermahnen. So soll auch unsere Geduld sein. Geduld heißt nicht einfach nichts tun oder Gleichgültigkeit, sondern Geduld ist bei Gott hier verknüpft mit Ermahnung durch die Propheten. Durch die Propheten wollte Gott Menschen zur Umkehr bringen. Und er ist noch geduldig und wartet mit dem Zorn, mit dem Gericht, bis Jesus wiederkommt. Und er braucht auch heute noch Propheten wie den Ramon, die warnen. Und dich und mich, die warnen. Die Frage ist, lässt du dich brauchen? Weil Gott wartet auch heute mit dem Zorn. Er ist geduldig, er wartet. Im Alten Testament sehen wir, was passiert, dass irgendwann das Gericht kommt. Und es ist ein Bild für uns. Jetzt sind wir noch in der Gnadenzeit. Gott wartet. Aber irgendwann kommt das Gericht. In Römer 2, 4 und 5 heißt es, ist euch Gottes unendlich reiche Güte, Geduld und Treue denn so wenig wert? Seht ihr denn nicht, dass gerade diese Güte euch zur Umkehr bewegen will? Ihr aber weigert euch hartnäckig, zu Gott zu kommen und euer Leben zu ändern. Es ist allein eure Schuld, wenn Gottes Zorn auf euch immer größer wird und euch schließlich am Tag des Gerichts mit ganzer Härte trifft, wenn Gott sich als der gerechte Richter zeigt. Also Gottes Geduld ist ein Warten mit dem Zorn, aber der kommt. Und liebe Leute, das müssen auch wir wieder hören. Der Zorn von Gott wird kommen. Das gerechte Gericht wird uns alle treffen, wenn wir nicht umkehren. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir noch zur Umkehr rufen. Diese Wahrheit treibt mich immer wieder mal zu Ramon auf die Straße, er ist viel mehr dort. Aber weil ich weiß, dass wir die Leute rufen müssen, nutze ich diese Gelegenheit auf der Straße. Nicht alle wollen es hören, sehr wenige, er hat es richtig gesagt. Aber warten und beten für offene Türen,
Der Paulus sagt, betet, dass ich offene Türe habe in den Gesprächen. Betet. Lasst uns, wie Ramon gesagt hat, für das Beten, dass wir offene Türen haben, dass noch viele umkehren, wenn Gottes Geduld aufhört. Die hört tatsächlich irgendwann auf. Dann kommt das Gericht. Im Alten Testament sehen wir das immer wieder. Zum Glück geht es uns ähnlich wie dem Volk Israel, das immer wieder auch erlebt hat, wie Gott gerichtet hat, das heißt geschüttelt hat, Strafe geschickt hat, dass sie umkehren. Im Richterbuch sieht man das super. Gott schickt Gericht, sie kehren um, es geht wieder besser, sie vergessen Gott wieder, Gott schickt wieder Gericht, sie kehren um, es geht wieder besser. Gott richtet, Gott schickt manchmal schwierige Zeiten bei dir in deinem Leben, damit du wieder umkehrst. Nicht immer ist die schwierige Zeit, die Gott schickt, für das da. Manchmal auch zum Geduld bewirken, das werden wir noch sehen. Aber wichtig ist, und der Punkt ist mir so wichtig geworden beim Vorbereiten dieser Predigt, deshalb betone ich ihn so. Gottes Geduld ist jetzt noch da. Und er will dir in seiner Gnade begegnen, dass du umkehrst. Und Jesus in dein Leben einlässt. Du kannst nur bestehen vor Gott, vor Gottes Zorn, wenn du Jesus um Vergebung deiner Sünden bittest. Buße tust. Nur dann. Und deshalb wartet Gott noch mit dem Zorn. Aber er wartet auch, damit wir noch zur Umkehr rufen. Und liebe Leute, das ist unsere Aufgabe. Sonst hätte uns Gott nach der Bekehrung direkt in den Himmel beamen können. Wirklich. Unsere Aufgabe ist hier auf der Erde Licht und Salz zu sein. Wir sind hier als Briefe von Jesus. Briefe, wo drin steht, wie Jesus ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns vom Heiligen Geist und nicht vom Ego bestimmen lassen. Sonst sind diese Briefe recht unleserlich. Werden überdeckt vom Egoistischen. Und das sagen mir manchmal Leute. Wieso gibt es denn so Sachen in der Gemeinde? Wieso gibt es denn Leute, die schlecht über andere reden? Wieso gibt es denn das? Weil wir uns vom Ego bestimmen lassen. Und liebe Leute, da müssen wir aufhören damit, auch wir. Auch wir haben noch Zeit zur Umkehr. 2. Petrus 3,14 heißt es, ich weiß, dass ihr meine Freude voller Hoffnung darauf wartet, auf die Wiederkunft von Jesus. Deshalb ermahne ich euch, lebt so, dass ihr euch nichts vorzuwerfen habt und dem Herrn ohne Schuld und im Frieden gegenübertreten könnt. Das ist an uns gerichtet, die wir Jesus schon kennen. Wenn du Jesus noch nicht kennst, war das vorher an dich gerichtet. Kehre um. Bekenne deine Sünden. Aber die Botschaft an uns, die Jesus schon kennen, ist ganz ähnlich. Lass Sünde sich nicht wieder einnisten in deinem Leben. Räume auf. Bei den Fleischesfrüchten heißt es, wer solches tut, wird das Reich Gottes nicht sehen. Und ich verstehe das so, wenn wir Sünde wieder zur Gewohnheit werden lassen, wenn sie sich einnisten kann, wenn es wieder zu deiner Gewohnheit wirst, dass du nicht geduldig wirst, sondern schnell zornig, dann musst du umkehren und Buße tun. Und ohne Schuld und im Frieden Gott gegenübertreten, können wir nur, wenn wir durch den Heiligen Geist uns leiten lassen und immer wieder Buße tun, wenn wir gefallen sind. Aber lass uns nicht aufhören mit dem Buße tun. Wir beten im Vater unser, vergib uns unsere Schuld. Wir haben das nach wie vor nötig, auch als Christen. Und manchmal ist es auch wichtig, ganz klar zu bekennen, wenn sich Schuld wieder in deinem Leben eingenistet hat, wenn sich Gewohnheiten, sündige Gewohnheiten in deinem Leben eingenistet haben, räum auf. Gott ist noch geduldig, er wartet noch. Wie lange er noch wartet, wissen wir nicht. Das ist mir ganz ernst. Kehre um. Wenn du was zu bekennen hast, bekennst. Vor Gott. Und damit du es wirklich los wirst, wenn du merkst, du wirst es selber nicht los, dann bekennst vor Menschen. Gott ist noch geduldig und wartet zur Umkehr. Und durch Jesus ist diese Geduld, die Gott uns vormacht, auch möglich in unserem Leben zu haben. Es heißt in Kolosser 3,12,
da Gott euch erwählt hat, zu seinem Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. Gott hat uns erwählt, er hat uns den Heiligen Geist gegeben, deshalb lasst uns jetzt auch mit ihm leben und nicht mehr aus unserem Ego. Und so kann Geduld wachsen. Weil Gott uns erwählt hat, weil wenn wir Jesus unser Leben gegeben haben, und wenn du das noch nicht gemacht hast, mach's heute. Heute, wenn du meine Stimme hörst, sagt die Bibel, dann kehr um. Wenn du Jesus noch nie dein Leben gegeben hast, mach's heute. Bitte, im Namen Jesu. Lass dich von der Gnade berühren. Kehr um. Komm zu mir von uns, bekenn deine Sünden und lade Jesus in dein Herz. Wenn du den Mut dazu nicht hast, mach's zu Hause und bekenn's nachher. Aber kehr um. Weil Gott möchte, dass du erwählt wirst, du einem Heiligen und Geliebten wirst. Und dann hast du die Möglichkeit, geduldig zu sein. Du kannst. Du bist nicht immer automatisch geduldig, aber du kannst. Ich habe vor kurzem Folgendes erlebt. Wir haben den Saal, oder ich habe den Saal vermietet an eine Gruppe. Und sie haben den Kehricht mir am Schluss übergeben und gesagt, verpack den bitte noch in Gebührensäcke. Und gesagt, das ist noch für PET, es war aber nicht nur PET drin, sondern viel andere Krümpel. Und das ist für Karton, es war aber nicht nur Karton drin, sondern auch viel andere Krümpel. In solchen Momenten braucht euer Pastor Geduld. Aber es war dann so, und ich möchte jetzt das sagen, zum Veranschaulichen, wie der Heilige Geist hier wirken kann. Wir haben dann beschlossen, diese Gruppe den Saal nicht mehr zu vermieten. Es war schon Anfragen für jede Woche da. Wir haben dann, und ich hätte das so kommunizieren sollen, und ich habe vorher, hat mir, ich glaube es war der Heilige Geist, vorher gesagt, Benny, sag das mit dem Güssel nicht, mit dem Abfall. Sag das nicht, bring deine Wut in diesem Zusammenhang nicht hoch. Sag einfach ab, aber bring das nicht. Ich überlasse es euch zu überlegen, was ich gemacht habe. Leider, nein, ich sag's. Leider habe ich es trotzdem gebracht. Ich habe egoistisch aus meinem fleischlichen Wesen gehandelt. Ich habe die Warnung vom Heiligen Geist gehabt. Ich hätte gewusst, ich hätte es nicht sagen sollen. Okay, versagt. Gesündigt. Nicht auf den Heiligen Geist gehört, versagt. Den Zorn, was jetzt? Umkehren. Meinem lieben Bruder angerufen. Nein, ich habe ihm Sprachnachricht gemacht. Ich habe ihn nicht erreicht. Sprachnachricht gemacht und ihm gebeichtet. Und gesagt, ich hätte das nicht sagen sollen. Es tut mir leid. Das mit dem Abfall tut mir leid, dass ich das gesagt habe. Dass ich das so gesagt habe. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich es formuliert habe, aber etwa so in dem Ton. Zurückgekommen. Kein Problem, Bruder. Okay. Gott sei Dank. Vergebung. Absolution bekommen. Vergebung bekommen. Aber ich bin froh, dass mir Gott auch vergeben hat. Manchmal müssen wir es aber auch Menschen bekennen, wenn wir falsch gehandelt haben. Wie in diesem Fall. Das ist immer für mich der schlimmste Teil, aber ist nötig. Wenn du Schuld, Sünde auf dich geladen hast gegenüber Menschen, dann reicht es nicht, wenn du es nur Gott sagst. Dann ist es wichtig, dass du auch bei den Menschen um Vergebung bittest. Okay, das war jetzt Anschauungsunterricht. Wie wir uns vom Heiligen Geist bestimmen lassen könnten. Wie sieht die Geduld aus, die vom Heiligen Geist gewirkt ist? Sie sieht so aus, und der Titel der Predigt ist Geduld, wenn du genug hast. Sie ist übernatürlich, sie ist göttlich, sie ist vom Heiligen Geist gewirkt. Und das merkst du, wenn du jetzt diesen Text anhörst, wie Paulus Geduld erlebt hat. Auch wenn man uns schlägt und einsperrt, wenn wir aufgehetzten Menschen ausgeliefert sind, bis zur Erschöpfung arbeiten, uns kaum Schlaf gönnen und auf Nahrung verzichten, wir lassen uns nicht zu Schulden kommen und erkennen Gottes Willen. Wir sind geduldig und freundlich. Gottes Heiliger Geist wirkt durch uns und wir lieben jeden Menschen aufrichtig. Das kannst du
Also ich kann das nicht aus mir. Und ich bin fast sicher, der Paulus konnte es nur aus Jesus. Er sagt auch, Gottes Geist wirkt es. Er kann es nicht. Und dazu, damit das möglich ist, braucht es immer wieder eine Kapitulation, so wie es Sarah gesagt hat. Ich merke, ich kann es nicht. Herr Jesus, bitte hilf mir. Bitte schenk mir Geduld, am liebsten gerade jetzt. Ich brauche jetzt Geduld. Bitte gib sie mir. Hilf mir jetzt, langsam zu sein und alles Wüste, was ich noch in meiner Wut sagen könnte, nicht zu sagen, sondern in Liebe zu ermahnen. Also diese Geduld, die uns der Heilige Geist schenken will, die ist übernatürlich. Wenn du geduldig sein kannst in der Zeit, wo du von Menschen gequält wirst, wie der Paulus sagt, dann ist das nur aus Gottes Kraft möglich. Und wir brauchen den Geist Gottes viel mehr, als wir denken, weil sonst ist es nur menschlicher Krampf. Wir müssen uns wieder viel mehr vom Heiligen Geist bestimmen lassen und nach ihm ausstrecken, sonst haben wir keine Chance. Wir können nicht bestehen. Wir können nicht so leben, wie es Gott gefällt, wenn wir uns nicht vom Heiligen Geist bestimmen lassen. Das lasse ich aus. Das habe ich schon gesagt, mit Geduld ermahnen. Das macht Gott. Und es ist ganz wichtig, ich wiederhole es gerne nochmals, wenn du geduldig bist, heißt es nicht, dass du gleichgültig bist. Das heißt nicht, dass du alles um dich herum einfach so sein lässt, wie es ist, auch wenn es nicht richtig ist. Vielleicht hast du die Aufgabe, prophetisch in dein Umfeld hineinzusprechen und in Liebe zu ermahnen. Aber bitte mach das mit Geduld, wie es hier heißt. Verkünde den Menschen Gottes Botschaft, setz dich dafür ein, ob es den Leuten passt oder nicht, rede ihnen ins Gewissen, weise sie zurecht, aber ermutige sie auch. Tu all das geduldig und so, wie es der Lehre unseres Glaubens entspricht, also in Liebe. Es widerspricht nicht Geduld und Ermahnen, aber es ist wichtig, dass du es in Liebe tust und nicht mit einer menschlichen Wut im Bauch. Wenn du die Menschen zur Rede stellst, ihnen ins Gewissen sprichst, dann mach das bitte, weil du sie möchtest, dass sie umkehren, weil du möchtest, dass sie wie du mal rein vor Jesus stehen. Mach's aus dieser Motivation und red ihnen nicht ins Gewissen, weil du denkst, ich bin so super und du bist so ein armer Hund. Nicht so. Das ist nicht in Liebe und auch gar nicht geduldig. Da kommt der Zorn schon rüber. Wichtig ist, dass wir darum ringen. Es heißt auch, wir sollen der Geduld nachjagen. Wie wächst diese Geduld? Das ist der Schlusspunkt. Wie wächst die Geduld? Was können wir quasi wie machen, so wie ein Gärtner? Anlegen, düngen, machen, damit Geduld wachsen kann. Das sind die guten Umstände, die der Geduld helfen zu wachsen. Nicht allein aber das, sondern wir üben uns der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Hoppla, was kannst du machen? Gott macht's. Er schickt dir manchmal Schwierigkeiten, Bedrängnisse, um Geduld zu bewirken. Manchmal schickt uns Gott schwierige Dinge, weil er in uns Geduld lassen, wachsen will. Wie macht er das? Dazu gibt Jakobus 1, 2 bis 4 die Antwort. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und ihr wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld bewirkt. Jetzt, wenn wir diese zwei Dinge kombinieren, Geduld wächst in Schwierigkeiten und dein Glaube bewirkt Geduld. Das heißt, wenn irgendetwas Dummes passiert, wie der Sturz oder das Nattel oder was du uns erzählt hast von letzter Woche, wenn irgendetwas Dummes passiert, dann reagier, wie unsere liebe Schwester, den Namen ich leider vergessen habe, mit Glauben darauf und bete. Das bewirkt Geduld. Versteht ihr? Gott schickt uns manchmal Schwierigkeiten, Herausforderungen wie verlorene Nattels, ich verliere laufend irgendwas. Solche Dinge schickt er uns manchmal. So Schwierigkeiten, es gibt auch andere Schwierigkeiten, uns zu verlieren, ist mir klar.
Krankheit, damit wir Geduld lernen, damit Geduld in uns wachsen kann, diese Geistfrucht. Und die wächst dann, wenn du dann im Glauben auf diese Schwierigkeiten reagierst, nämlich vertraust. Vertraust darauf, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten hin. Vertraust, auch wenn dein Velo, wenn du in die Schule fahren willst, einen Platten hat und du zu Fuß gehen musst und zu spät kommst, vertraust, Gott macht das Beste daraus. Du vertraust. Du schiebst geduldig dein Velo zur Schule, auch wenn es einen Platten hat. Du vertraust. Schwierigkeiten kann Gott zulassen in deinem Leben, damit du Geduld lernst. Aber du lernst die Geduld nur, wenn du im Glauben, im Vertrauen darauf reagierst. So wächst Geduld. Und der beste Tipp, wie Geduld wächst, ist der allerletzte. Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes, auf die Geduld Christi. Stärkt eure Herzen, indem ihr auf Jesus schaut. So wächst Geduld, weil Jesus war auf dieser Erde unendlich geduldig. Er war so geduldig, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist. Er hätte die Engel rufen können, hat er nicht gemacht. Er hat geduldig ertragen, wegen meiner und deiner Schuld, damit wir umkehren können, damit wir Frieden haben können, damit uns der Zorn Gottes nicht trifft. Lass uns unsere Herzen immer wieder auf Jesus richten. Wir schaffen es nur aus ihm, nur aus seiner Kraft, wenn wir auf ihn schauen. Durch seinen Geist will er das uns in uns wachsen lassen. Aber für das müssen wir immer wieder den Blick weg von unseren Schwierigkeiten auf ihn richten. Weg vom platten Reifen auf Jesus. Weg von der Krankheit auf Jesus. So wächst Geduld. Schau auf die Geduld, die Jesus hatte, und im Anschauen, im Nachahmen, im Nachmachen, kann die Geduld immer mehr in dir wachsen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Vater, du siehst, wie fest wir auch diese Frucht von deinem Geist brauchen. Aber du siehst auch, wir können das nicht aus uns raus. Geduldig all die Leiden ertragen, die Paulus beschreibt, das können wir nur aus deiner Kraft. Und Herr, bitte hilf uns auch, geduldig weiter Menschen von dir zu erzählen, weil du noch Geduld hast. Und Herr, hilf uns auch, dass wir deine Geduld nutzen und umkehren zu dir, wenn Sünde in unserem Leben ist, sie bekennen. Ich bitte dich im Namen Jesu, schenk, dass wir diese Gnadenzeit, diese Geduldszeit nicht verstreichen lassen, sondern die Zeit nutzen zu deiner Ehre. Und Herr, hilf, dass wir ganz nah bei dir bleiben, auf dich schauen, damit deine Geduld in uns wachsen kann. Und hilf, dass wir uns von dir bestimmen lassen, immer mehr von deinem Geist und nicht von unserem egoistischen Wesen. Zeig uns, wo wir nicht auf deinen Geist gehört haben, und vergib uns und hilf uns, umzukehren und wieder auf dich zu hören. Im Namen Jesu. Amen.